Aufgrund der momentanen Situation gehe ich mal davon aus, dass viele Personen und viele Menschen von euch auch zu Hause ihre ganzen Schulaufgaben machen werden. Ja, same. Und ich glaube, dass es ein großes Problem ist, motiviert und fokussiert zu bleiben für eine so lange Zeit, wenn man eigentlich keinen Bock hat auf diese ganzen Schulaufgaben und es aber machen muss. Und deswegen reden wir darüber, wie kann man konzentriert und motiviert bleiben. Eher konzentriert. Also man bleibt ganz einfach motiviert durch Erfolge. Und Erfolge können ja alles sein eigentlich. Also Erfolge können sein, wenn man eine Aufgabe geschafft hat, wenn man... Ja, das eigentlich. Und da ist mein Tipp, dass man viele kleine Erfolge erreicht. Und das geht am besten damit, wenn man sich viele kleine Ziele auch setzt und nicht so einen großen Haufen an Aufgaben hat und nicht so eine große Aufgabe wie zum Beispiel jetzt Mathe fertig machen, sondern wenn man sagt, so die Matheaufgabe, diese Teilaufgabe, damit man viele kleine Erfolge hat. Da hilft es auch, sich To-Do-Listen zu machen. Da macht man zum Beispiel ganz oben Mathe rauf und dann macht man da Unterpunkte. Und es ist, ich weiß nicht, wenn man das so abhaken kann, dann hat man zum Beispiel kleine Erfolge sehr schnell erreicht und das motiviert einen weiterzumachen. Eine Sache, die ich gerade befolge, ist, einen festen Arbeitsplatz zu haben. Das ist bei mir generell immer sehr schwer, da ich ja auch viel für YouTube machen muss und es immer auf meinem Bett mache, weil es einfach chillig und gemütlich ist. Aber ich habe herausgefunden, für mich persönlich ist es viel einfacher, wenn ich einen festen Arbeitsplatz habe, der bei mir diesen Schreibtisch hier ist momentan. Und der muss auch sehr aufgeräumt sein für mich, sonst bin ich so abgelenkt die ganze Zeit und habe immer das Gefühl, ich muss irgendwas aufräumen, muss irgendwas machen. Und wenn er halt so schön clean ist und ich habe einen festen Arbeitsplatz und ich weiß, mein Gehirn weiß, ich bin jetzt in diesem Arbeitsmodus, dann klappt es gleich viel besser. Natürlich kann es auch sein, dass ihr euch zum Beispiel in eurem Bett wohler fühlt und da auch produktiver seid. Wer weiß, müsst ihr einfach herausfinden. Aber ich denke, dass einen festen Arbeitsplatz zu haben sehr sinnvoll ist, anstatt alles auf einem Platz zu machen. Der nächste Punkt ist... Sei realistisch. Das heißt, klar, man soll ehrgeizig sein, sich auch viel zutrauen, aber nicht übermütig sein und sagen, hey, ich mach das und das und das und das und das und das und das, sondern man soll realistisch sein, sonst nur Misserfolge macht und das eher demotiviert ist, wie wir schon bei dem ersten Punkt gelernt haben. Also setzt zwar Ansprüche an euch, aber nicht zu hohe Ansprüche, sonst geht alles nach hinten los. Eine Sache, die mir auch sehr hilft, motiviert und inspiriert zu bleiben, ist, wenn man alles genau plant. Das heißt, man weiß genau, was man an dem Tag machen muss und kommt nicht in irgendeine Situation, wo man sich denkt so, ja, ich kann mal kurz noch das machen oder ich kann noch mal kurz an mein Handy gehen. Nein, ich weiß genau, was ich machen muss und wenn ich das gemacht habe, bin ich fertig. Und das hilft mir, wenn ich so einen genauen Plan habe, was ich alles machen muss. Also alles genau planen. Da kommen wieder die ganzen To-Do-Listen ins Spiel. Wenn wir alles genau geplant haben, ist mein Tipp noch, sich das alles in sogenannte Sessions aufzuteilen. Das heißt, du hast verschiedene Sachen. Beispielsweise kommen wir auf dieses Mathe-Beispiel zurück. Haben wir Mathe, Deutsch und Englisch. Und dann machst du diese drei Sessions und machst dann beispielsweise, gibt es diese Pomodoro-Methode, dass man 25 Minuten lernt, dann etwas Pause macht und dann wieder 25 Minuten, dass man diese Sessions, diese Blöcke von Aufgaben hat. Falls ihr jetzt die verschiedenen Arbeitsblöcke habt, kann ich euch nur empfehlen, mit dem schwersten Arbeitsblock anzufangen. Das heißt, bei der Sache, vor der ihr Angst habt, okay, nein, vielleicht ist nicht Angst, aber auf die ihr gar keinen Bock habt. Und ich habe dazu zu diesem ganzen Thema eine Podcast-Folge gemacht. Das ist nämlich eine Theorie, die heißt Eat the Frog. Und ich habe das in meiner Podcast-Folge aufgenommen, dass ich nochmal so genau erklärt habe, was diese Eat the Frog-Methode eigentlich ist. Und ich finde sie sehr sinnvoll. Ja, im Endeffekt sagt sie einfach aus, dass ihr das machen sollt als erstes, worauf ihr gar keinen Bock habt und dann die schwerste Aufgabe schon hinter euch habt. Ein Bonustipp, um eure Konzentration zu verbessern und zu verstärken, ist meiner Meinung nach einfach Meditation. Beim Meditieren geht es darum, auch einen Fokus zu haben. Das heißt, man fokussiert sich zum Beispiel auf den Atem und dann lernt man die Konzentration natürlich einfach besser. Das heißt, falls ihr täglich meditiert, dann lernt ihr auch eure Konzentration, dann verstärkt sie eure Konzentration. Also ich probiere auch täglich zu meditieren, das klappt bei mir leider nicht ganz so gut und ich kann mich auch noch nicht so gut konzentrieren, muss ich ehrlich sagen, meine Gedanken weichen öfters mal ab. Aber das ist eine sehr gute Methode, seine Konzentration zu fördern und zu verbessern. Jetzt kommt nochmal die Zusammenfassung und zwar sollte man sich kleine Teilaufgaben stellen, damit man auch kleine Erfolge hat und dadurch motiviert bleibt. Dann sollte man einen richtigen und sauberen Arbeitsplatz haben, an dem man sich hält. Man sollte sich kleine To-Do-Listen machen mit noch kleineren To-Dos und Teilsteps, sage ich mal. Man sollte realistisch sein, sich zwar fördern, aber nicht überfordern. Dann kann man alles genau planen, um nicht abzuweichen. Man kann in Sessions arbeiten. Man sollte mit der größten Herausforderung anfangen. Und letztendlich kann man noch seine Konzentration durch die Meditation steigern. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen damit helfen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr
für eine bessere Konzentration macht oder ob ihr euch vielleicht sogar konzentrieren könnt, ob es vielleicht gar kein Problem für euch ist. Ich denke aber, dass bei mir ein Problem werden kann, wenn ich so viele Aufgaben habe und irgendwie da bleiben muss bei dem Themen. Und ja, ich denke, dass es eine große Herausforderung werden kann. Und deswegen hoffe ich mal, dass es für euch auch etwas gebracht hat. Ich war mit dem Schuh die ganze Zeit hinher, aber ja. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Bleibt bitte zu Hause und betreibt Social Distancing. Ansonsten sehen wir uns dann morgen wieder bei einem neuen Video. Bleibt immer positiv und bleibt zu Hause. Und dann bis morgen. Habt noch einen schönen Tag. Ciao.